Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Unravel. Ich umgarne euch weiter mit diesem wunderschönen Let's Play und diesen wunderschönen Klängen. Aber leider habe ich gerade so ein bisschen einen Punkt erreicht, wo ich gerade auf dem Schlauch stehe. Ja, wir haben gerade ein etwas komplizierteres Rätsel hier am Start. Ich verstehe auch nicht, warum ich da oben kann ich ziehen auf dem Ast. Aber hier unten kann ich das nicht... Ah! Okay, alles klar. Die Tatsache, dass ich oben, also hier auf dem Punkt, ziehen kann... Hat es mir jetzt, glaube ich, verraten, wie ich vorgehen muss. Ich darf mich jetzt nicht hier oben festbinden. So, ich muss mich tatsächlich erst unten festbinden. So, einmal hier. Dann oben an der Astspitze. So, und jetzt muss ich nämlich ziehen. Kann das sein? Also ich habe so den Eindruck, dass der Ast ganz langsam nach oben geht gerade. Kommt mir das nur so vor? Aber jetzt kommt er nicht weiter. Da war er jetzt an der Kante dran. Ich glaube schon, man muss sich hier jetzt irgendwie hochziehen. Deshalb probiere ich das jetzt nochmal andersrum. Ich binde mich erst oben fest, dann unten und dann ziehe ich. Also erst hier festbinden. Dann unten. Irgendwo da drin liegt der Schlüssel. Irgendwo da liegt der Schlüssel begraben. So, wenn ich jetzt ziehe, ja, das bringt natürlich nichts, aber wenn ich jetzt den Knoten löse und mich dann festbinde und dann ziehe, das bringt auch nichts. Aber vielleicht, wenn ich mich nicht unten festbinde, wenn ich mich nur oben festbinde, vielleicht ist der unten hier auch einfach nur so ein Trick. So, jetzt mal ziehen. Nee. Nicht wirklich. Auch das ist nicht korrekt. Hä? Moment mal, dann verstehe ich es jetzt aber wirklich nicht. Das ist jetzt das erste Rätsel, was ich nicht verstehe. Also ich kann den Ast hier hinkippen. Ah, Moment, Sekunde mal. Wenn ich mich oben festbinde. Hier. Und dann kippe ich ihn an die Wand. Ah, kann ich ihn nicht an die Wand kippen? Hm. Weil da hier das Seil zu kurz ist dann. Dann binde ich mich mal... Okay, ah ja, okay, wartet mal. Vielleicht verstehe ich es jetzt. Hier unten festbinden. Dann an die Wand kippen. Ja, aber das bringt ja nichts. Dann kippt er einfach zurück. Aber wenn ich mich jetzt da oben festbinde und dann kippe... Passiert dann da was? Nee, ich verstehe das irgendwie nicht gerade. Ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Das ist das erste Rätsel, wo ich jetzt richtig hardcore Probleme habe. Ohne Scheiß. Da stehe ich gerade auf dem Faden. Da habe ich gerade den Faden verloren, ja. Ich habe gerade ganz hart den Faden verloren hier an der Stelle. Ziehen geht ja auch nicht. Kann ich nicht... Vielleicht kann ich ja doch einfach von da rüben rüberspringen. Vielleicht geht's ja. Ist jetzt los? Jetzt kann ich nicht mehr. Nee, es geht nicht. Man muss da definitiv irgendwie hochklettern. Ich check das halt nicht. Warum kann er denn nicht von hier hinten ziehen? Ah, Moment mal. Ach, ich kann darüber... Okay, Moment. Jetzt ergibt es natürlich ein bisschen mehr Sinn. Ich kann... An dem Ast vorbei meine Leine auswerfen. Das habe ich vorhin nicht gerafft. Und das habe ich beziehungsweise noch gar nicht probiert, glaube ich, oder? In der letzten Folge? Habe ich das in der letzten Folge schon probiert? Guck mal, wenn ich mich jetzt hier oben festdengel, dann geht es, genau. So ergibt es ja nämlich auch einen Hebel. Wenn ich mich jetzt hier festdengel und dann hier unten und dann ziehe. Irgendwie, Moment. Nee. Noch anders. Ich muss mich da oben festdengeln. Dann da unten festbinden. Hier unten jetzt. Und dann muss ich ziehen. Kann das sein? Kann das die Lösung sein? So, jetzt. Oder... Wartet mal, wenn ich jetzt hier hochgehe. Während ich mich daran festgebunden habe.
Ah, okay, da habe ich keine Leine mehr, oder? Da kommt er nicht weiter. Nee, das ist jetzt wieder genauso, wie ich es gerade hatte. Ah. Moment, Sekunde, wir lösen das nochmal, den Knoten hier unten. So, wenn ich jetzt runtergehe und da hinwerfe, bringt das ja nichts, ne? Aber jetzt kann ich ja hier hochgehen mit dem Seil. Hier kommt er jetzt wieder nicht weiter. Ich meine halt, dass ich jetzt irgendwie versuchen muss, weil wenn ich jetzt hier mich nochmal losbinde, bin ich ja noch unten festgebunden, oder? Nee, bin ich nicht. Moment. Jetzt nach oben gehen, mal gucken. Was dann vielleicht funktioniert. Nee, hier ist wieder Ende im Gelände. Bis hierhin geht's nur. Okay, ich kann bis hierhin das Seil von da unten ziehen. Boah, ich möchte nicht wissen, wie viele von euch das jetzt schon total raus haben, wie es funktioniert. Es ist halt auch echt immer schlimm, wenn man eine Pause in so einem Spiel drin hat. Ich habe jetzt über 2 Wochen wieder Pause gemacht, gerade mit dem Aufnehmen. Ach, man verliert so hart den Faden. Bestimmt habe ich irgendein Gameplay-Element vergessen. Irgendwas habe ich vergessen wahrscheinlich. Und es wird mir wie Schuppen aus den Haaren fallen, wenn ich es dann mal habe. Wenn ich es dann mal raus habe. Ich meine ja, dass er sich, wenn ich hier jetzt einfach so ziehe, dass er sich da auch leicht bewegt, der Ast. Wie könnte man hier, also ein Hebel, wie würde hier ein Hebel entstehen? Ich müsste schon da vorne die Spitze festbinden, da kommen wir nicht drum rum. Ja, die Spitze muss festgebunden sein. So, dann würde ich jetzt das Seil normalerweise hier drüben, ja, rüberführen, so, ne? Halt so, dass es auf der Seite von dem Ast hier ist, wo ich jetzt gerade bin. Dann würde ich hier rübergreifen und würde eigentlich jetzt versuchen, da zu ziehen normalerweise. Aber das müsste halt, da müsste halt das Ende hier straff sein. Weil jetzt ziehe ich gerade in die falsche Richtung. Ich müsste ja eigentlich von da ziehen, aber das kann ich ja momentan nicht. Geht auch nicht, weil das da vorne jetzt festgebunden ist. Also genau, ich muss das Seil erstmal hier unten drüber verlängern. Das ist schon richtig. So, ich muss jetzt gucken. Genau, ich muss jetzt das Seil hier oben drüber führen. Das ist auch richtig. Ja, die Ziehung muss ja quasi von rechts kommen. So, und normalerweise würde ich jetzt halt sagen, ich binde mich da jetzt irgendwie fest und ziehe jetzt von der anderen Seite oder schiebe. Aber das geht ja nicht. Moment, wir versuchen jetzt nochmal. Okay, das funktioniert. Aber das Problem ist jetzt, sobald ich da jetzt weggehe, kann ich den ja nicht mehr dahin kippen. Warte mal, wenn ich den jetzt dahin schiebe. Boah, das ist nicht leicht, Freunde. Aber kann ich von hier ziehen eigentlich? Nee, von hier kann ich auch nicht ziehen. Macht ja auch keinen Sinn. Dann würde ich ihn ja nur nach unten ziehen, den Ast. Die Lösung ist bestimmt ganz einfach. Vielleicht muss ich auch noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Ach, guck mal, hier ist ein... Ach, lol. Okay. Oh. Ja, wenn man natürlich einen Stein hat, den man da an die Stelle hinschieben kann, ist es natürlich easy, ne? Jetzt kann ich hier einfach hochklettern. Das ist es nämlich. Oh. Ja, Freunde. So viel zu dem Thema. Wenn man natürlich weiß, dass da ein Stein ist, ich habe es jetzt absolut komplett übersehen. Mit dem Stein habe ich jetzt nicht mehr mit in die Rechnung mit einbezogen. Deswegen hat das jetzt hier an der Stelle unnötig lange gedauert. Das gebe ich offen zu. Es tut mir auch leid. Ah, da konnte ich mich aufwickeln ein bisschen. Sehr schön. Manchmal dauert es halt mal ein bisschen länger. Aber so sind sie, die Let's Player, ne? Manchmal sehen sie halt Sachen nicht. Das sieht doch... Wow, ich dachte, den Stein konnte ich greifen, aber den konnte ich nun wieder nicht greifen. Aber ich kann mich da hinziehen. Huch, jetzt kann ich ihn. Okay, alles klar. Dann müssen wir uns da festbinden. Hier oben. Und hier auch. Nee, Moment.
zu lasch. Hä, Moment mal, wo muss ich mich denn da jetzt hochkatapultieren? Ach so, da oben hin, Moment. Hier kann man hochklettern. Da leuchtet es nämlich. Was ist denn das jetzt? Au! Oh, das war fies. Okay, das ist so eine Ausweichpassage, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dann binden wir uns mal hier fest wieder. Boah, nee, da ist der Speicherpunkt aber auch wieder so weit weg irgendwie. Gefühlt. Gefühlt ist das weit weg. So, dann bind dich mal wieder hier fest, genau. Und bind dich mal hier fest. Und dann springen wir hoch zu den Ranken. Und dann schnell da hoch. Ja, und jetzt? Ich muss mich da jetzt hochschwingen, oder was? Kann er da jetzt nicht einfach... Ah ja, okay. Wenn ich die Taste loslasse, klettert er da auch. Ah. Boah, das war aber knapp gerade. Habt ihr das gesehen? Ah, nein! Nein! Gott. Jetzt bloß nicht was Falsches machen jetzt an der Stelle. Nein, nicht da rechts lang. Du musst da... Also nicht links, du musst rechts... Oder? Wieso kommt der denn da jetzt nicht hoch? Ist das jetzt ein Bug? Nee, das kann ja nicht sein jetzt, oder? Der muss doch da... Ah! Der muss doch da hochklettern können. Warum hängt denn der da jetzt so komisch? Warum kommt denn der da jetzt nicht hoch? Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da von der Stelle noch hinspringen sollte, ehrlich gesagt. Ich kann auch gar nicht abspringen. Doch. Ach, dahin! Nee. Hä? Wieder so eine Stelle. Hä, aber das ergibt keinen Sinn. Also, von diesen blinkenden Punkten würde ich jetzt sagen, die da aufsteigen, dass man da noch so ein bisschen rechts an der Wurzel von dem Ast da lang müsste. Aber da will er irgendwie gerade nicht hoch. Guckt mal, das glitscht so komisch. Ah, jetzt. Oh nein! Nein, 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 nein! Boah. Boah. Ah, das war, glaube ich, jetzt echt ein Bug an der Stelle. Der wollte da einfach nicht hochklettern gerade. Da hat er sich gewehrt. Moment. So, genau. Sehr schön. Ah, hier muss ich mich wieder festbinden. Dann machen wir das mal. Dann schwingen wir uns rüber. Hui. So. Ruftata. Koing. Sehr schön. Nice. Es läuft wieder. Es läuft, meine Freunde. Wir haben wieder den Faden gefunden. Uah, schnell weg. Das wusste ich irgendwie, dass ich da in Deckung gehen muss. Das habe ich im Gespür gehabt. Eine Schlange. Eine kleine. Eine Babyschlange. Warum kann man da... Ah, ich weiß, warum man da hoch kann. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Das klingt wie ein Zug. So ein bisschen. Das heißt ja auch entgleist das Level. Könnte man vermuten, dass es was mit einem Zug zu tun hat. Aha. Die beiden Mädels auf dem Weg zum Berg. Zum Zugberg. Na, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt. Da ist ein Speicherpunkt. Oh. Steinschlag. Ich war's nicht. Oh, das klingt dramatisch. Oh, oh nein. Oh nein, oh nein, 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 nein. Boah. Huiuiuiui. Oh, Entdeckung gehen. Ja, das wusste ich. Damit habe ich gerechnet. So, jawohl. So, weiter geht's, weiter geht's. Das sieht doch hier auch schon wieder so eisenbahnmäßig aus. Oh, scheiße. Oh, wo muss ich hin? Nein, da. Oh, was war das? Ah, nein. Hä, wieso bin ich da jetzt so hochgeschnipst? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist da jetzt passiert? Warum bin ich denn da jetzt so geschnipst? Na, vielleicht muss ich mich festbinden hier. Haha, okay, doch nicht. Hä? Ich war da gerade so seltsam hochgeschnipst. Wieso, frage ich mich. Hä? Hä? Ich kann über den Felsen auch nicht drüber springen, ne? Wenn der auf mich zugerollt kommt. Oder? Kann ich da... Nee. Hä, was war denn das da gerade eben, wo ich da so hochgeschnipst wurde? Wie ist das denn da passiert? Also ich muss mich schon hier festbinden, glaube ich.
Ich gehe jetzt einfach mal nochmal nach unten. Nee, das ist es auch nicht. Der rollt da schon auch über alles drüber. Der Felsen. Und da oben werde ich wahrscheinlich nicht hinkommen. Ja, da ist meine Leine zu kurz. Und schwingen kann ich mich nicht. Boah, ist das gemein. Boah, ist das gemein, Freunde. Kann ich da jetzt nach rechts hoch? Nee, es geht auch nicht. Hä? Wie habe ich das denn gemacht beim ersten Mal, dass ich da so hochgeschwungen wurde? Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht gesehen, woran das lag. Ich habe da keinen Flummi oder so gesehen. Oder muss ich hier irgendwie... Ach so, ich weiß, was ich machen muss. Jetzt, ich weiß, was ich machen muss. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Also es hat nichts mit Hochspringen oder so zu tun. Ich muss den Felsen stoppen. Das ist es nämlich, das Geheimnis. Nur verstehe ich nicht, warum ich da vorhin so hochgeschnipst bin. Das hat mich jetzt so irritiert, dass ich dachte, da muss ich irgendwie dann lang. Oder so, aber das ist nicht so. Kommt man hier hoch? Okay, da bin ich zu schlank. Da reicht mein Faden nicht mehr aus dafür. Da muss ich mich da rüberschwingen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hä? Moment. Wenn ich hier jetzt abspringe, genau, komme ich doch da oben hoch, wollte gerade sagen. Das wäre ein Skandal, wenn ich da nicht hochgekommen wäre. Genau, jetzt einfach hier hoch. Dann da vorne hoch. Das sieht doch aus hier wie Stromleitung von einem Zug, oder? Oh nein, 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 nein. Zu hoch. Beziehungsweise zu tief. Ha. Wow. Wow, das ist ja ein Kabelsalat hier. Nein! Okay, das ist eine Jump'n'Run-Passage wieder mal. Da geht es wieder vor allem um, ja, um den richtigen Abstand. Da sterben wir mal wieder 1000 Tode hier. Oh, man darf sich nicht zu weit weg entfernen von der Leitung. Ja, sehr gut. Okay, jetzt noch einmal die Sache. Jawohl, hier sind auch die Andengelpunkte ein bisschen weiter auseinander als sonst. Oh. Okay, und wie jetzt? Wie jetzt von hier aus weiter? Ah, hier kann ich hoch. Alles klar. Wunderbar. Bisschen Zeit haben wir noch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Save Point spielen wir noch auf jeden Fall. Hui. Wenn überhaupt noch einer kommt, kann auch sein, dass das Level gleich zu Ende ist. Das wusste ich, dass ich hier hin kann. Oh nein, wartet. Jetzt muss ich erstmal hier so schräg und dann... Oh nein! Ah. Ah, ich weiß, glaube ich, wie das geht. Moment, ich muss mich hier runterlassen. Dann muss ich schwingen. Dann muss ich mich auf der anderen Seite wieder hochschwingen, kann das sein? Nee, das ist es nicht. Das ist, glaube ich, nicht. Das ist, glaube ich, tödlich, was ich jetzt gerade vorhabe. Das wäre nicht so gut. Gehen wir mal wieder hoch. Nee, ich kann mich ja hier aber auch nicht festbinden, ne? Wenn ich jetzt hier an die äußerste Kante gehe, ich muss da rechts hochklettern, wo es glitzert. So, wenn ich jetzt... Ach, shit. Ich muss wirklich bis hier rüber gehen, so. Und dann muss ich einmal hüpfen, zweimal hüpfen und dann gleich da dran. Also, einmal hüpfen, zweimal... Ach, scheiße. Oder muss ich da... Moment, wie... Hä? Kann ich das hier festgreifen irgendwie? Nee. Da drüber dengeln kann ich mich ja auch nicht. Das ist schon richtig, dass ich das hier... Ah, guck mal, ich kann so ein bisschen leicht schwingen hier. Wenn ich hier hin und her laufe. Wenn wir das hier in Schwingung versetzen. Ja, ich muss das in Schwingung versetzen. Das ist ja ein cooles Rätsel. Und dann, wenn die Schwingung hier nach unten geht, muss ich hier... Nein, oh, fast hätte ich es geschafft. Aber das ist das Rätsels Lösung auf jeden Fall. Pendelbewegung quasi. Es geht um eine Pendelbewegung. Schaut euch das an. Wie geil ist das denn? Okay. Aber so ungefähr geht das. Ja, so geht das.
Ich würde sagen, den Moment des Triumphes, in dem wir dieses Jump'n'Run-Puzzle überwinden an der Stelle, den erleben wir erst in der nächsten Folge Unravel. Bis zur nächsten Folge Unravel. Bis dann, ciao, ciao.